Hi Leute, das ist Sanu hier. Es gibt natürlich, mit jeder Season kommen neue Sets und neue Talente und sowas hinzu. Und Division 2 bringt uns mit der Season 3 ein Talent, das im Prinzip ja total nice ist. So wie es aber jetzt da ist, absolut too much. Ich habe von einigen schon gehört, dass es im PvP absolut broken sein muss. Also wirklich absolut bekloppt. Und selbst im PvE finde ich es tatsächlich zu heftig. Mal gucken, wir haben genug Damage eigentlich. Ich verstehe nicht, wir brauchen eigentlich nicht mehr Schaden. Gleiche gilt ja für, ich meine, falls ihr das Video gesehen habt von der APK, die ich dadurch gemacht habe. Die, ich weiß nicht, einfach ein bisschen mehr Utility oder einfach, noch was an den Schwierigkeitsgraden, beziehungsweise sich da noch irgendwas einfallen lassen. Weil wir brauchen nicht mehr Damage, wir brauchen mehr Herausforderungen. Was das angeht, meiner Meinung nach. Ne? Deswegen, an sich finde ich das Talent ganz cool, weil es eine bestimmte Mechanik voraussetzt, dass gewisse Spieler tanken. Deswegen kann man auch Tankbuilds bauen. So eine richtige Akro-Mechanik hatten wir aber nicht. Ich meine, die haben wir in dem Sinne auch nicht, aber man kann ein bisschen was tun, um die Akro von den Agents abzulenken. Auch wenn man ein Tankbuild spielt und die neue Pistole, die ich... Ja, die in die Richtung geht. Ich hoffe, dass die noch ein bisschen überarbeitet wird, weil die absoluter Schrott ist. Die verteilt irgendwie Stapel auf alle Spieler. Und wenn die Stapel irgendwie voll sind, dann greift der Gegner den Spieler an mit den letzten Stapeln. Ist irgendwie total... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Eventuell wird da noch ein bisschen was geändert und oder man kann mit der Zeit herausfinden, wie man da ein bisschen was mitbauen kann, was Sinn macht, beziehungsweise was doch effektiv ist. Dann könnte man das in entsprechenden Missionen, die das voraussetzen, könnte man das benutzen. In Raids und sowas hin und her sehe ich das Ganze ja nicht so. Da kommt das Talent eher zum Tragen hier hinter dir. Aber die Waffe an sich nicht. Weil dafür sind die Raids und so nicht gemacht. Selbst die Incursion ist dafür nicht gemacht, ne? Das wäre dann, wenn, eher hier legendärer Content oder so. Aber das müssen wir mal schauen. Wie gesagt, aber um das, ums Talent anzusprechen, um das es geht. Und zwar ist es hinter dir. Jetzt hat die Whisper und die... Wo ist sie denn? War doch noch eine. Ich hab sie gerade nicht. Ich glaube, das war eine Sniper oder so noch, die auch perfekt hinter dir hat. Auf jeden Fall ist es so, ne, dass Gegnern 60% verstärkter Waffenschaden zugefügt wird. Im perfekten Talent. Selbst das normale Talent hat 40% und wäre damit... Ich mein, Shoot müsste das ausrechnen, aber rein aus dem Kopf her würde ich sagen... Dass es das stärkste Talent im Spiel wäre. Quasi. Zusammen mit Einschüchternd. Immer Daumen. Und 60% wäre halt absolut Meta. Stärkste Damage. Wenn du keine Akro ziehst von Gegnern. Bedeutet, sobald, wenn Gegner nicht auf dich schießen, an dir vorbeilaufen, dann machst du halt diesen Damage. Wir werden das gleich in der Open World testen. Ich kann leider nicht, keine Ahnung, was da so ein PTS ist. Ich habe einen Level 40 Char, ich sollte die umstellen können, die Karte, von der Schwierigkeit her. Aber ich finde es nicht. Ich bin so PC nicht, ich bin so doof, glaube ich. Aber egal, um die Mechanik zu verdeutlichen, draußen gleich, wenn man das auf jeden Fall, wird das auf jeden Fall ausreichen. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Zeige ich euch mal ganz kurz, weil die Pappkameraden hier, die haben keine Akro. Bei denen kommt der Schaden an. Zum Vergleich, gleiches Stürmer-Set wie mit der APK. Und... Ja, du dürfst doch mal critten, ne? Man non-crits fast 2 Millionen. Und die schießt recht schnell. Das ist, lustig. Das ist sehr lustig. Ich habe nie mit einer Burst-Rifle gespielt, ne? In Division. Ich glaube, das wird euch auch so gehen. Aber das hier sieht lustig aus. Werden wir mal draußen testen. Weil, um das, man muss nicht unbedingt einen Tank spielen, um das ausnutzen zu können. Viele Builds, die ich baue, die haben die normale, egal wie rot die gebastelt sind, die haben die Stürmerdrohne mit dabei, weil die einfach ein bisschen Aggro zieht. Und dann würde das Talent natürlich zum Tragen kommen, ne? Deswegen gehen wir mal auf die Straße. Lass mal gucken hier. So, sind wir mal auf dem Weg dahin. Schade, dass jetzt nicht hier heroisch ist, aber das wird dem keinen Abbruch tun. Oh, du sollst da nicht drüber. Oh. Nein! Alter! So. Meine Güte. Ich glaube tatsächlich, dass in Fertigkeiten-Builds
ein Pferd kann willst, könnte das echt, könnte das echt absolut top sein, ne? Weil dort hat man in der Regel die wenigste Aggro und könnte dann mit 60% verstärkten Schaden richtig Gas geben. So, hier in dem Fall seht ihr, schickt mal die Drohne los, nutzt den Decoy. Oh, das will das schon anders will zum Ballern. Natürlich nicht das richtige Bild jetzt, ne? Davon abgesehen, ich würde jetzt das Talent auf der Rifle, das perfekte Talent, würde ich jetzt nicht mit dem Stürmer spielen. Man muss mal gucken, dass die Stacks da sind. Aber ihr versteht's Prinzip, ne? Wirfst den Decoy, hast ein bisschen weniger Aggro. Guck mal hier, ohne überhaupt einen Stack. Auch wieder. Zack. Also ich hab da schon Ideen, da lässt sich schon was basteln, denke ich. Aber es ist halt, wie gesagt, es nützt halt nichts. Es bleibt halt trotzdem die Sache, dass wir eigentlich nicht mehr Damage brauchen. Die Mechanik an sich ist cool, mehr Damage zu machen, so Rogue-Style, ne? Mehr Damage zu machen, wenn man keine Aggro hat, so hinter dem Gegner steht, wie so ein Stealth. Ein Stealth-Angriff. Das ist cool. Aber ja, eigentlich hätte man andere Sachen gebraucht. Deswegen, ey, ich mache mich wahnsinnig, ich drücke immer die falschen Knöpfe. Ja. Deswegen, ich bin gespannt, Leute, was ihr sagt, was haltet ihr von dem Talent, beziehungsweise von der Mechanik, weil die Richtung der Season, die geht ja so ein bisschen Richtung, wir wollen tanken und eine Mechanik einführen, die ja so noch nicht gab. Mit dem Aggro ziehen und so. Deswegen, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ganz lustig auf jeden Fall. Wie so bleibt, weil eine, wie gesagt, eine Burst, ein Burstgewehr haben die wenigsten von uns überhaupt mal benutzt. Deswegen könnte wirklich interessant sein, wenn man trifft. Alter. Brauch mein Controller. So komisch hat klingt. So. Leute, das war's von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon habt. Lasst mir gerne ein Abo-Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.